Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu Boxes Lost Fragments. Nächster Teil. Ich denke, das wird die letzte sein. Dann ist Nummer 3 erledigt. Denke ich mal. Also wenn es jetzt so läuft wie die ganze Zeit. Wir schauen uns... Ach du heilige Scheiße. Kann man mal gar nichts machen. Drauf drücke auch nicht. Passt schon. Da geht einmal gar nichts. Falsche Reihenfolge. Okay, das ist in Ordnung. Das können wir ja irgendwann kriegen, die Reihenfolge. Also, wir wissen sie ja noch nicht. Also, von daher schauen wir mal weiter. Ah ja. Okay. Erst der runter. So, gut. Was bringt mir der Scheiß? Nix. Weil ich das nicht habe. Was ist das für ein Spaß? Kann ich weder was drücken noch sonst was? Da fehlt irgendwas. What? Ernsthaft? Das ist ja wohl nicht euer Ernst, oder? Also ich muss es definitiv irgendwie hinkriegen, dass alle drei Lampen nach außen sind, aber frag nicht wie. Nein, jetzt kriegt der noch die dumme Sau. Und jetzt? Lochhof. So, was bist du für ein Kasper? Cool. Nämlich. So, wir haben eine Krone. Die gucken wir uns definitiv mal an. Okay, die hat solche Risse da drin. Da kann man nichts drauf drücken. Ist natürlich die Frage, wohin mit dem Ding. Naja. Hätte ja sein können. Da passt's auch nicht, da passt's auch nicht und da passt's auch nicht. Also. Was zum Geier soll ich mit dem Ding? Das da oben haben wir erledigt. Das ist ja schon... Oh, warte mal. What the hell? Energiequelle. Gibt es da noch irgendwas? Nö. Mhm. Okay. Schauen wir mal, ob das dahin? Nö. Also da nützt mir's nichts. Da muss was rein, das ist klar. Oh, ich sehe es gerade. Okay,
Kleiner Diamant, okay. Es war schwer zu erkennen mit dem Ding daneben. Da habe ich was gesehen. What the fuck? Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Ich verstehe gar nicht, was das soll. Aha. Okay. Die passen aber alle nicht wirklich. Nein, da passt es doch nicht. Da passt der da oben nicht. Dann passt der da hinten nicht. Ich verstehe das nicht so ganz. Wenn da wenigstens mal was angehen wird, dass man mal einigermaßen raffen tut, was hier überhaupt Fakt ist, ne? Aha. Man soll also den über. Oh, ihr Leid. Warte mal. Schübe, Herz, Karo. Wo sollst du da drauf, du dummes Ding? Fehler. Das Problem ist, woher soll ich wissen, wo was hinkommt? Weg. Mal dahin. Jetzt hast du natürlich 125 verschiedene Möglichkeiten, ne? Bube. Dame. König. Ass. Okay. Ass. König. Volltreffer. Das ist der Wahnsinn. Asskarte. Gut. Herzform. Hatte ich da hinten irgendwas? Königin. Was ist, wenn ich... Ah ja, okay. Was bringt mir der Scheiß jetzt?
Das ist das Rätsel. Okay. Also ich kann da nichts rumschieben. Oh. Die Sau macht mich fertig. Hallo? What the fuck? Wenn ich durchgehe, haut er mich wieder. Ach du Arschloch, hättest du nicht den überfahren können? Okay, machen wir so. Jetzt hat er einen längeren Weg. Gehe ich jetzt dahin, geht der dahin. Gehe ich dahin, geht der dahin. Gehe ich dahin, hat er mich. Doch, oder jetzt der längste Weg? Jetzt muss er mir hinterher. Nein! Du blöde Drecksau! So, nochmal. Blöde Drecksau. Was ein Arschloch. Jetzt kriegt er mich wieder voll. Was eine Drecksau, eine verdammte. Okay. Gehe ich jetzt dahin? Geht er da? Boah, Alter, ey. Also ich gehe mal davon aus, dass das Ding da hinten rein muss. Das ist doch mal klar. Der Witz an der Sache ist, dass ich da ja nicht hinkomme. Obwohl, wartet mal. Der muss ja ziehen, oder? Probieren wir mal. Nö, funktioniert nicht. Okay. Gehe ich da hin, geht er dann über. Gehe ich dahin, kriegt er mich. Das ist nicht einfach, Jungs. Das ist nicht einfach.
Schrott. Alter, was ist denn das? Was Arschloch? Das gibt's doch gar nicht, oder? Scheiße, Mann. Das ist blöd, weil du da halt alles abkürzen kannst, ne? Jetzt habe ich einen Vorsprung. Wie gehen wir jetzt weiter? Gehe ich dahin, geht der dahin. Es ist klar. Gehe ich hierhin, geht der dahin. Jetzt bleibt mir nur noch eins übrig, entweder hier. Da kriegt er mich, da kriegt er mich. Wie komme ich darüber? Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja voller Hardcore. Das kannst du vergessen. Schrömm. Das ist schon. Schon wieder rum. Geht nicht. Dann fährt der Danuf und ich bin im Arsch. Und jetzt nur noch da. Und jetzt bin ich sowieso da. Gehe ich dahin, geht ihr dahin, dann bin ich der Arsch. Das ist doch ein Drecksack, oder? Soll ich denn da dran vorbeikommen? Das ist doch unmöglich, oder?
Das ist ja der Wahnsinn. So. Weißt du, wenn der Penner dann so rumfahren wird, ne? Wenn der mir hier hinterher fahren wird. Das ist ein Drecksack-Digel. Alter, leckt mich am Arsch. Was ist denn das für ein Rätsel, ey? Also meiner Meinung nach habe ich am besten Chance, wenn er jetzt so steht. Jetzt ist nur die Frage, wie mache ich weiter? Gehe ich jetzt daher? Folgt er mir? Gehe ich daher? Geht er wieder zurück? Ja, das ist, weil der mir nicht genau folgen tut. Das ist nicht einfach. Und da komme ich ja nicht rüber, weil jetzt kommt er da rüber und jetzt weckt er mit ihm. Und schon ist es wieder vorbei. Da muss es doch einen ganz, ganz speziellen Trick geben. Das Schlimme sind diese Dinger hier. Gehe ich jetzt rüber, geht der wahrscheinlich auch nicht rüber. Aha. Ich hab's gefangen. Ja! Geil. Hammer. Dachte ich mir. Gottes Wille.
das Video dauert jetzt definitiv länger. Ey, das war ja ein Hardcore. Also die Verfolgungsjagd, die war jetzt echt der Brüller. Also Respekt, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich denke mal, dass das doch irgendwie. Ach, da sind wir. Okay. Okay. Um Gottes Willen. Das da? Nö. Das kann nur der da sein. Gut. Haben wir. Heilige Scheiße. Arsch oder was? Ich verkacke einen oder was? Was soll ich denn da jetzt? Soll ich das jetzt alle aufmachen oder was? Was bringt mir das jetzt? Nix. Da ist doch mit Sicherheit erst was anderes. Nicht mehr. Klaviertaste. Also die Rätsel, die sind echt der Brüller, also wirklich. Das ist der Hammer. Nächste Ding kommt wohin? Okay. Okay, was ist mit dieser komischen Fernbedienung? So, ich denke mal, ich kriege mein drittes Fragment.
jetzt? Ich hab doch alles gemacht. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich ja immer noch nicht, was ich da machen soll an dem blöden Ding da. Muss doch irgendwie. Ein Sinn. Ach, da oben. Oh, du dämlicher Idiot. Links oben die zwei. Links oben und die zwei. Gut. Okay. Boah, Alter. Das war ja hardcore, hey. Und das blöde Mistding. Also das war mit Abstand jetzt bis jetzt das geilste Rätsel mit dem Verfolgungsdeck. Also das. Das hat mich jetzt echt gewurmt, also das musste ich rauskriegen. Das ging gar nicht anders da. So, fortfahren. Wir wollen natürlich gucken, wie es dann da oben weitergeht. So, jetzt mal genau hier. Eine Art griechische Tempel oder irgend sowas, keine Ahnung, oder römische Tempel. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Für heute bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und wer wissen will, wie es weitergeht, bleibt natürlich dran, das nächste Video kommt. Ich für meinen Teil bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschö, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.